Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Habt ihr den ersten Boss namens Razorgore besiegt? Folgt sofort der zweite, nämlich Velastras. Er liegt inmitten des Raumes, der in zwei Ebenen unterteilt ist. Vor ihm steht der menschliche Lord Victor Nefarius, der ihn korrumpiert und auf 30% seiner Trefferpunkte schwächt. Er hat dadurch allerdings von der Zahl nicht weniger als andere Bosse, eigentlich im Gegenteil. Sobald man den Raum betritt, rennen einige Goblin-Techniker durch den Raum in Richtung des nächsten Bosses. Jäger können diese pullen, was mit etwas Glück zu Elementium-Erz führen kann, welches für die legendäre Waffe namens Thunderfury benötigt wird. Der Kampf erfordert etwas Feuerwiderstand, da der komplette Raid alle 3 Sekunden Feuerschaden erleidet. Diesen zumindest teilweise zu widerstehen, bringt euren Heilern auf jeden Fall einen dicken Vorteil. So sollte jedes Mitglied des Raids auf ungefähr 150 Feuerwiderstand kommen, und ich betone wirklich ungefähr. Die Tanks halt am besten auf 315 mit allen Buffs. Solltet ihr keiner der Main-Tanks sein, vernachlässigt dafür aber natürlich nicht eure Main-Stats. Also lieber habt ihr nur 120 Feuerwiderstand bufft, anstatt dass ihr grüne oder blaue Items, die hauptsächlich Widerstand haben, tragt. Euch aber sonst eigentlich gar nichts bringen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr müsst nicht auf Teufel komm raus versuchen, den Wert zu knacken. Die Thorium-Bruderschaft zum Beispiel hat ab der dritten Phase echt gute neue Rezepte. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Oder das T1-Set lasst natürlich auch grüßen. Für erleichterte Versuche könnt ihr euch im Eingangsbereich der unteren Blackrock-Spitze einen Buff für 83 Feuerwiderstand holen, den man durch Gedankenkontrolle auf die Zauberbinder erhalten kann. Bevor wir uns anschauen, was welche Rolle genau zu tun hat, gehen wir erstmal die Fähigkeiten von Velastras durch. Die wichtigste ist die Sens des Roten, die 20 Wut, 50 Energie und 500 Mana pro Sekunde wiederherstellt. Das Ressourcenmanagement spielt demnach keine Rolle, da man so gut wie unendlich davon hat. Sobald man ihn anspricht und damit den Encounter zum ersten Mal startet, erhält der gesamte Raid für 3 Minuten diesen Buff. Allzu viel länger als besagte 3 Minuten solltet ihr auch nicht benötigen, da sonst schlicht und ergreifend unmöglich wird, den Boss zu legen. Weiterhin bekommt jeder im Raum durch die Fähigkeit Feuernova alle 3 Sekunden 500 bis 600 Feuerschaden, die weggeheilt werden müssen, beziehungsweise im besten Fall durch euer Riesige widerstanden werden sollte. Die nächste wichtige Fähigkeit des Roten Drachen ist das sogenannte brennende Adrenalin. Diesen Debuff bekommt alle 15 Sekunden eine zufällige ausgewählte Mana-Klasse und alle 45 Sekunden das Ziel, das in dem Moment die Aggro hat, also im besten Fall der aktuelle Tank. Sobald man den Debuff hat, sinken unaufhaltsam die maximalen Trefferpunkte des Spielers bis auf 0. Allerdings macht man dann keiner Cast-Time und 100% mehr Schaden, auch einiges an Damage. Stichwort Aggro-Kontrolle. Sobald man mit dem Debuff stirbt, was unvermeidlich ist, macht man einen AOE-Schaden von über 5000. Weil das schnell einen Teil des Schlachtzugs auslöschen kann, sucht man sich einen freien Platz aus, wo keiner steht. Dort laufen dann den ganzen Kampf über die Leute hin, die den Debuff abkriegen, außer den Tanks. Zur Positionierung kommen wir aber gleich noch genauer. Wenn man durch brennendes Adrenalin stirbt, erleidet man keine Haltbarkeitsverluste. Eine weitere Fähigkeit ist ein Flammenatem, der ca. 2000 bis 3000 Schaden in einer Kegelform vor Velastras anrichtet und einen dort verteilt. Er wird einfach von einem Tank durch Feuerresistenz absorbiert und natürlich weggeheilt. Die letzte zu beachtende Fähigkeit ist ein frontaler Cleave in Richtung des aktuellen Ziels. Ach ja, dann hat er natürlich noch einen Schwanzkick wie jeder Drache, den man auch nicht abbekommen sollte, also natürlich nicht direkt hinter ihm stehen. Einer der wichtigsten Dinge an einem Kampf ist die Positionierung. Es sollte eine Einteilung wie folgt geben. Main Tank vor dem Drachen, andere Tanks an der linken Seite mittig vom Boss, andere Nahkämpfer an der hinteren rechten Kralle und das restliche Heiler- und Ranged-DD-Camp ein Stückchen hinter den Nahkämpfern. Es ist wichtig, dass bis auf einen Tankwechsel kein Tank vor Velastra steht, damit kein Spalten überspringt und euch der Feueratem samt dort nicht trifft. Sollte eine Mana-Klasse brennendes Adrenalin bekommen, was bedeutet, dass dieser gleich in die Luft fliegt, bewegt er sich sofort weg vom Camp. Wir haben das immer so gespielt, dass der Spieler mit brennendes Adrenalin noch ein Hot und ein Schild bekommt und dann hinter dem Boss Richtung der Säule rennt und dort in Ruhe stirbt. Kommt dem Drachenschwanz allerdings nicht zu nahe und gibt nochmal Gas, da ab jetzt jeder Zauber instant mit 100% Schadenserhöhung ist. Aggrometer natürlich im Auge behalten. Ihr solltet bei dem Kampf 5 Tanks haben, da alle 45 Sekunden einer davon sterben wird und der Buff Essenz des Roten 3 Minuten hält. Bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr mit 5 Tanks ungefähr die 3 Minuten überstehen solltet und dann noch etwas Puffer habt. Wer so bereits angesprochen, wird alle 45 Sekunden der aktuelle Tank das brennende Adrenalin bekommen und sterben. Man verschleißt also in diesem Kampf einen Krieger nach dem anderen, was wiederum bedeutet, dass nach dem Tod des aktuellen Tanks sofort ein anderer Krieger dessen Aufgabe übernimmt. Das bedeutet, dass die Krieger hier unbedingt die meiste Bedrohung von allen Spielern haben müssen, denn Velastras ist nicht spottbar. Die Aufgabe der Krieger ist es also, das Maximum an Bedrohung aufzubauen und umgekehrt ist es die Aufgabe aller anderen Spieler, um jeden Preis unter dieser Bedrohung der Tanks zu liegen. Wie erreicht man jetzt aber so viel Bedrohung als Krieger? Da Wut in diesem Kampf keine Mangelware ist, werden alle Krieger in Verteidigungshaltung stehen und pausenlos heldenhafter Stoß aktivieren. Die Fähigkeit kann bekanntlich außerhalb des globalen Cooldowns benutzt werden und gleichzeitig rüstungszerreißend spammen.
Es empfiehlt sich allgemein eine schnelle Waffe zu verwenden, dazu mehr bei meinem allgemeinen BWL-Guide, welchen ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke. Alle anderen Krieger warten erst wenige Sekunden und legen danach auch los. Sobald der Boss unter 20% liegt, wechseln alle Krieger, auch der aktuelle Main Tank, in die Kampfhaltung und benutzen pausenlos Hinrichten. Sollte der Main Tank brennendes Adrenalin bekommen, so ist nach 5 Sekunden die Heilung auf den zweiten Tank umzustellen. Der Main Tank wird nicht mehr geheilt. Der zweite Tank positioniert sich sofort neben dem aktuellen Main Tank und hat nach dessen Tod sofort die Agro und Velastras bewegt sich bei optimaler Durchführung wirklich kein Millimeter. Es ist wichtig, dass der aktuelle Main Tank nicht durch brennendes Adrenalin, sondern vor dem Ablauf der 20 Sekunden stirbt, denn in diesem Fall wird die Explosion nicht ausgelöst und die Tanks müssen sich wie gesagt nicht bewegen. Die Heiler stehen, wie erwähnt, zusammen mit den Ranged-DPS in einem Camp, so ein Stück hinter dem Melee-DPS-Camp. Priester schilden hier vor dem Kampfbeginn so viele Spieler wie möglich, da ihr sowieso gleich wieder volle Mana habt. Priester sind hier allgemein dank ihrer super Gruppenheilung sehr viel wert. Zudem wäre es hier wirklich der erste Boss, bei dem Heilige Nova durch und durch Sinn macht. Bei uns haben damals zwei Priester den kompletten Fight nichts anderes gemacht, wie diese dauerhaft einfach zu spammen. Wir hatten allerdings auch 7 aktive Heiligpriester im Raid. Teilt aber allgemein auf jeden Fall feste Raid und vor allem Tankheiler ein. Sollte euch jetzt der Debuff brennendes Adrenalin treffen, rennt ihr links raus hinter den Drachen neben die Säule und sterbt dort mit genügend Abstand. Ihr könnt zudem dem Spieler, welcher von brennendes Adrenalin betroffen ist und rausläuft, noch ein Hot und vielleicht da sogar noch ein Schild geben und vielleicht ja, ein Stückchen noch weiter heilen, da dieser in der Safe-Position noch Schaden machen kann und den Debuff etwas länger überlebt. Brennendes Adrenalin lässt euch nämlich auch deutlich mehr Schaden machen. Haltoiden können mit einem guten Timing brennendes Adrenalin umgehen, wenn sie in die Katzenform switchen. Irgendwen trifft es aber trotzdem deswegen. Beachtet zudem den Tankwechsel. Bei Ansage den einen Tank nicht mehr heilen, sodass brennendes Adrenalin diesen töten kann und direkt Heilung auf den nächsten eingeteilten umstellen. Vom Equipment könnt ihr hier wirklich etwas vermehrt auf vor allem Plus-Heilung und Feuerwiderstand gehen, da euer Mana-Pool sowie eure Mana-Regeneration keine Rolle spielt. Stellt zudem den ein oder anderen Tankheiler ins Melee-Camp, damit diese in Range der hinteren Tanks stehen. Ihr steht im selben Camp wie auch eure Heiler und befolgt vor allem die eine goldene Regel, nicht Aggro ziehen. Habt demnach immer euer Aggro-Meter im Auge. Vor allem beim Tankwechsel müsst ihr noch mehr drauf schauen, da euer Main-Tank in den nächsten Sekunden sterben wird und der zweite Tank versucht, die Spitze der Bedrohungstabelle zu übernehmen. Solltet ihr Aggro-reduzierende Fähigkeiten haben, haltet diese auf Cooldown, sei es als Schattenpriester verblassen oder als Jäger totstellen. Damage Go macht ihr nach dem zweiten Rüstungszerreißen. Hört aber auf die Ansage eures Raidleiters. Bekommt ihr den Debuff brennendes Adrenalin, dann raus mit euch und sterbt an der ausgemachten Stelle. Wir sind dafür, wie gesagt, immer nach links gelaufen. Als Melee-DPS steht ihr am hinteren rechten Bein von Velastras. Auch für euch als Melee-DPS gilt, keine Aggro ziehen. Unbedingt ein paar Sekunden antanken lassen, bis euer Main-Tank das Go gibt. Schurken halten hierbei ihre Fähigkeit Finte komplett auf CD und das Aggro-Meter im Auge. Beim ersten Tankwechsel empfehle ich jedem Schurken, die Fähigkeit Verschwinden einzusetzen. Allgemein ist die Aggro-Kontrolle hier wirklich das A und O. Solltet ihr brennendes Adrenalin als zum Beispiel Verstärker-Shami oder Vergelter-Paladin bekommen, rennt ihr nach links raus. Nicht-Mana-Klassen können den Debuff nicht bekommen, bedeutet im besten Fall als Krieger und Schurke müsst ihr euch gar nicht bewegen. Start also auf eure Aggro-Meter und haut raus, was das Zeug hält. Also fassen wir nochmal zusammen. Positioniert euch richtig, habt konsequent euer Aggro-Meter im Auge und nutzt bedrohungsreduzierende Fähigkeiten wie Finte als Schurke oder Totstellen als Jäger. Der Kampf ist wirklich ähnlich wie auch Onyxia ein reiner Aggro-Kampf, wobei ihr dabei noch super viel Schaden drücken müsst, ohne den Tank in der Bedrohung zu überholen. Priester schilden vor dem Kampf den Raid. Alle Heiler, sprecht euch zudem unbedingt ab, wer was heilt. Zieht ihr als Damage-Dealer Aggro, wird es brutal, diese loszubekommen, da der Boss spottimmun ist. Sagt an, wer die Bombe ist. Diese Person rennt dann sofort raus und bekommt noch einen Hot und ein Schild, wenn möglich. Die Tanks müssen sich bei dem Kampf direkt absprechen, sodass sich der Tank, der zweiter in der Aggro-Leiste ist, bereit macht, den Boss zu übernehmen. Den mit brennendes Adrenalin betroffenen Tank nach einigen Sekunden nicht mehr weiter heilen, sodass dieser nicht in die Luft fliegt. Im besten Fall steht jetzt der zweite Tank direkt an der Position, der Boss bewegt sich keinen Meter. Falls doch, ist das auch noch verkraftbar, einfach dann direkt nach vorne laufen. Als Consumables kann ich euch hier auf jeden Fall den großen Feuerschutztrank empfehlen, da dieser einfach den alle 3 Sekunden entstehenden Feuerschaden etwas blockt, wobei der sich gefühlt einfach nur wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein anfühlt. Was definitiv nicht schaden kann, ist ein Gesundheitsstein von einem Hexmeister eurer Wahl sowie definitiv ein paar Heiltränke dabei zu haben. Alternative Taktiken gibt es auch hier natürlich wieder einige. Man kann zum Beispiel das Heiler- und Range-Camp auf die Erhöhung stellen und den Spieler mit brennendem Adrenalin einfach nach vorne droppen lassen.
Paladine bzw. Shammies lässt man dann einfach im Melee-Camp stehen, sodass Aura bzw. Totems noch Range haben. Allgemein kann man die Camps natürlich auch komplett auf der anderen Seite sich positionieren lassen. Wahrscheinlich gibt es hier noch diverse andere Möglichkeiten, den Boss zu töten. Ich wollte euch in diesem Video aber einfach mal zeigen, wie der Boss so allgemein funktioniert. Falls ihr mich kostenlos supporten wollt, lasst doch mega gerne einen Daumen hoch und vielleicht da sogar ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß bei Velastras und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.